willkommen. Sie rufen außerhalb der Öffnungszeiten an, sagen Sie. Aha. Okay. Herr Lieb, vielen Dank fürs Gespräch. Bitte schön. Wenn Sie im Internet ein bisschen finden, auf Facebook und so, können Sie sich einloggen. Facebook dient mir als tägliches sozusagen Nachrichtenforum. Da schreibe ich halt Sachen, weil da hat man mich schon zweimal rausgehauen von der Regierung. Jetzt habe ich aber offiziell den Status, ich kann jetzt schreiben, was ich will. Aha, super. Mich, ich auch mal so. Okay. Okay, gut. Danke wieder euch, Herr Lieb. Einen schönen Tag wieder noch. Wieder. Ja, meine Damen und Herren, zusammenfassend war das jetzt ein Gespräch. Und zwar betrifft es die Finanzbehörde Österreichs. Ich sage es noch einmal, 1997 habe ich einen größeren Auftrag erwartet, habe das angezeigt. Es sind halt in diese Erfolge dann die Bundesbaudirektion Wien, Niederösterreich, Burgenland und auch andere Behörden hier unter den unter das Visier einer Prüfung gekommen, und es hat sich herausgestellt, dass ja in über, sagen wir 7%, in über 75% aller Abteilungen zu Vergabeverstößen zum Nachteil aller Steuerzahler gekommen ist. Das Ganze war, wie gesagt, 1997, wir haben jetzt fast 20 Jahre nachher. Na, seither kämpfe ich eigentlich ums nackte Überleben. Die Drohungen von gewissen Ministerialräten oder anderen Abteilungsleitern in den Bundesbaudirektionen und einiger politischer Hurenkinder, um es deutlich zu sagen, ja, wer mit österreichischem Steuergeld Schindluder betreibt, das ist ein Hochkrimineller. Das kann man schon wirklich vergleichen mit Terroristenmördern. Ja. Wissen Sie, wirklich Steuergeld zu missbrauchen und das von Amts wegen, das ist das schlimmste Verbrechen, das geschehen kann. Und Österreich ist hier wirklich ein paradeorganisatorisches Beispiel. Aber wir haben heute den 24. März 2016. Lieber Herr Finanzminister Schelling, das geht jetzt ganz persönlich an Sie, mein Name ist Lanecker Walter, und ich glaube schon, dass ich sagen darf, was die Republik Österreich auch finanziell an meiner Person hier veranstaltet hat, das ist Nazi-like, verstehen Sie, Gestapo, Hitler, Polizei, das ist einfach Menschen mundtot machen, hinmachen, existenziell ruinieren, weil sie die Machenschaften hochkorrumpierter, hochrangiger Persönlichkeiten innerhalb des Staatsgefüges anzeigen und aufzeigen. Und es wird Zeit, dass euch eine Watschen runterkaut wird, dass euch echt bis hinter den Mond aushaut. Und das meine ich jetzt ernsthaft, Herr Schelling. Auch wenn Sie als Finanzminister nicht direkt betroffen waren im Hypo-Ausschuss und Skandal und was weiß ich was, ja, muss man eines hier schon sagen, die ÖVP als Wirtschaftsmacht Nummer 1 in Österreich ist ja hier alleinig verantwortlich. Ich wiederhole noch einmal, Raiffeisenbank betreibt hier grob fahrlässige Kundenschädigung, ja, Bankgeheimnis, Verletzung des Bankgeheimnisses, grob fahrlässig und, nur weil man eben so eine Person wie mich gerne ausschalten muss, ne, das geht nicht, wir haben in 40 Jahren Freundelwirtschaft Österreich so viel geschafft, ja. Zurück zum Finanzamt. Man kriegt hier auf den Briefen des Finanzamtes eine Telefonnummer mitgeteilt, das ist da oben. Und da steht dann drauf, +43 50 233 233. Wenn Sie dort anrufen, landen Sie aber irgendwo. Denn es gibt nur noch eine Telefonnummer für die Finanz, weil in Wien oder im Osten Österreichs ja ein derartiges Schindluder mit Pseudofirmen und wie nennen wir sie alle, Phantomfirmen und so, so generell kann man aber sagen, im Bauwesen, da passiert das größte Schindluder. Und dass das Österreich ein Pfuscherwesen ist durch und durch, das müssen wir einstellen. Der Österreicher muss kapieren, dass er etwas, das er auf Rechnung machen lässt, mit Sicherheit mehr bringt für die Allgemeinheit als ein Pfusch. Das gilt aber nur dann, wenn ein Herr Schelling ordentlich arbeitet und wenn solche Finanzminister wirklich persönliche Haftung übernehmen für das, was sie mit Steuergeldern treiben. Es gibt nichts und keine einzige Behörde in Österreich, außer vielleicht die Feuerwehr, aber es gibt keine Behörde in Österreich, da wo man, wenn man hineinbohrt, ja, nicht auf die ersten Leichen kommt und stößt.
Und warum hier so ein Schindluder in Österreichs Politik betrieben wird, ist ganz einfach. Eine Justizwillkür, die sich gewaschen hat. Im Fall der Hypo frage ich mich ja, ob diese jährlichen Prozesskosten von sicher an die 8 Millionen Euro, jährliche Prozesskosten, dazukommen zu diesen Milliarden, aber 8 Millionen ist ja nichts, wenn man 8 Milliarden hat oder 11 Milliarden. Ne? Wissen Sie, ich bin nur ein einfacher Bürger Österreichs, gell? Ich bin gewohnt zu arbeiten, ich habe mit meinen Händen gelernt zu arbeiten, nicht nur hinterm Schreibtisch sitzen, großartige, wahnsinnige Ideen knüpfen und dann, wenn es in die Praxis geht, fällt alles zusammen, weil es ja nicht funktionieren kann. Wir müssen endlich begreifen, dass wir in Österreich ein altvaterisches System haben, nämlich diese Kammern und dreckigen Vereins- und Gesellschaftsfunktionäre, Arschkrinder, dreckigen Sauhaufen einer echt in sich total korrumpierten Behördenlandschaft. Und das ist ja eigentlich schon in der Verfassung geregelt. Eine Behörde ist ja hier, um für das Volk zu arbeiten und nicht für irgendeinen dreckigen Minister, der irgendwo was vertuschen will und dann vielleicht nur das Steuerzahlervolk und das ganze Volk hier bescheißen muss. Nicht? Weil wenn man die Wahrheit erfährt, sind die alle im Gefängnis. Und welcher Minister geht schon freiwillig gern ins Gefängnis? Oh, da sind wir schon beim Thema Michael Leitner. Ich halte hiermit fest, Lanneker Walter 2012 in Neunkirchen, Niederösterreich. In der Zeitung ist gestanden, Frau Mikl-Leitner, jetzt geht ein Schreiben an den Europäischen Gerichtshof über ihren Amtsmissbrauch in Serie und ihre dreckigsten Polizei-Hitler-Kollegen, um es deutlich zu sagen, Adolf Hitler ist genauso ein Verbrecher gewesen, wie für mich jeder andere Kriminelle, der Hilflose ausnutzt und eben terrorisiert oder gar umbringt oder was auch immer versucht, ja. Das ist alles kriminelle Geisterscheiße und gehört eben bestraft. Warum aber in Österreich, ja, die Behörde sich selbst nicht prüft, das ist ganz einfach. Ich sage Ihnen gleich das nächste Paradebeispiel, warum ja hier der Opferschutz in Österreich eine einzige Farce ist. Opferschutz in Österreich ist ja vom Bundesministerium für Justiz und Bundesministerium für Inneres und Bundesministerium für Finanzen oder wie? Na, Bildung und Frauen. Ja, aber da braucht man immer mehr sagen, gell? Also wenn ich als Opfer von Polizei, Terror oder Amtswillkür von Ministern spreche und gehe so zu einem Gewaltschutzzentrum, wo sie großartig verkünden, Opferschutz, Begleitung in Prozessen und so weiter, sie arbeiten hier ganz konkret mit diesen dreckigen österreichischen korrumpierten Drecksministerien und vor allem dieses BMI, Strasser, Drei-Säulen-Programm 2000, ich wiederhole es jetzt noch einmal. Verhaften Sie in Herrn Strasser nicht die Fußfessel, noch einmal verhaften, Totschlagversuch, Polizist, 3. Bezirk 2002 in Wien vor meiner Galerie. Der Betroffene war meine Lebensgefährtin. Bis heute vertuscht durch die Volksanwaltschaft, durch sämtliche Institutionen. Aber was dann passiert ist, ist serienweiser Polizeiterror. Und ich glaube, ich war mit meiner Gattin sicher schon 3-4 Mal bei so einem Opferschutzzentrum und Gewaltschutzzentrum. Das nächste ist, dann kommt so eine dreckige Hitlerpolizei und nimmt meine Frau mit 4 Promille oder Wurstwuss, ja, ist ja eine Frechheit, dass ein Beamter, ja, einem bereits nicht einvernahmefähigen, zu einer Aussage nötigt, die den Angehörigen strafrechtlich belastet und einer Strafverfolgung aussetzt. Wenn ich das mit der Polizei mache, habe ich gleich 15 Verfahren, so wie jetzt auch ein Verfahren. Falls ich zu schnell spreche, kürzen wir es in einem Satz ab, meine Damen und Herren. Die Bundespräsidentenwahlen 2016 sind bereits illegal in Österreich. Meine Person hätte sehr wohl antreten wollen und auch können. Die lächerlichen 6000 Unterschriften kriege ich aber sehr schnell zusammen, weil ich habe einen Plan. Und ich räume als allererstes auf mit dem korrumpierten Sauhaufen meiner altväterischen Parteischeiße. Das Mehrheitsprinzip, ja, verhindert nämlich Amtsenthebungsverfahren. Verstehen Sie das? Die zwei stärksten Parteien überstimmen den Rest von Österreich und machen, weil sie selbst involviert sind, eigene Sache. Wenn wir in Österreich nicht imstande sind, eine Verbrecherin Michael Leitner in Haft zu nehmen, und ich weiß nicht, diese Frau ist ersetzbar mit jedem anderen Trottel und Kindergartler.
Weil das, was die Frau hier aufführt, auf europäischer Ebene oder wurscht wo, ja, dieses Hin und Her und Her und Hin und einmal so, Frau Mikl-Leitner, Ihnen mache ich ganz konkret einen Vorwurf. Das ist nämlich völlig wurscht, was die Frau Merkel in Deutschland spricht. Ja, ist völlig wurscht. Die Wahrheit ist, dass Sie hier als Innenministerin Österreich sofort Maßnahmen hätten ergreifen müssen und eben nichts getan haben und hier schon letztes Jahr alle Terroristen ohne jegliche Kontrolle hereingelassen haben. Frau Leitner, Sie sind zuständig für die Sicherheit Österreichs. Ich mache Ihnen hier mit dem Vorwurf, alles, was jetzt in Zukunft in Österreich passiert, gegen das Volk, da sind Sie mit Schuld. Das nächste ist, dass das Innenministerium ja zusammen mit dem Justizministerium offensichtlich zusammenbaktelt. Und zwar aufs Schlimmste. Versuchen Sie mal, als österreichischer Staatsbürger, wenn Sie wirklich von Polizisten oder anderen aus dem Bundesministerium für Inneres hier genötigt, terrorisiert und eben durch einen Amtswillkürakt geschädigt wurden, versuchen Sie das einmal anzuzeigen in Österreich. Sie werden sehr schnell sehen, wie dieser korrumpierte Justizapparat hier zusammentelefoniert, sich in höchsten panischen Aktionen sich mit diesen Drecksverbrechern trifft, hinter dem Rücken der Beteiligten finden Treffen statt. So wie in meinem Fall offensichtlich jetzt als ein Verbrecherpolizist aus Dreiskirchen. Gell? Ich sage es jetzt ganz offen. Sie Kommandanten, Sie sind ein echtes Problem in Österreich. Das ist nämlich scheißegal, ob Sie 50 Jahre Polizist waren oder nicht und ob Sie 300 Täter schon einmal verhaftet haben. Wissen Sie, ich werde Polizist, weil ich eben aus Ideologie heraus mir denke, ich möchte für die Sicherheit Österreichs arbeiten. Ich finde eine Frechheit, ja, dann zu kommen und wenn man etwas falsch gemacht hat, ja, das auch am Opfer abzuputzen. Das ist ja pervers und abartig, Herrschaften. Ja, da brauche ich keine Uniform. Noch einmal, die Causa Lannegger ist in sich ein so brutaler, dreckiger, so widerlich abnormer Skandal. Skandal ist aber eigentlich kein Wort, nicht? Es ist hochkriminelle Amtswillkür, die jetzt über 20 Jahre mit allen Mitteln und Methoden bekämpft wurde, indem man mich hier, und ich schwöre es Ihnen, mein Akt, den durch konstruierte Lügengeschichten der Polizei, das muss man sich vorstellen, seit 15 Jahren, mein Akt ist sicher schon einen Meter hoch. Und das ist alles nur Lügengeschichten der österreichischen Bundesverbrecher, Scheißpolizei. Und ich tue das jetzt echt allgemein so sagen, denn Sie als liebe Kollegen der Polizisten, Kollegen, die vielleicht Missbrauch betreiben, Sie haben ja die Pflicht von Amts wegen, diesen Kollegen anzuzeigen. Und jeder Kollege, der einen anderen Kollegen schützt mit der Ansage, das ist halt bei uns in Österreich so. Wissen Sie, für mich ist das widerlich. Verstehen Sie, werte Polizei, schauen Sie mir da in die Augen, falls Sie Ihre Knöpfe einmal runternehmen. Die letzten Aktionen, Wiener Neudorf. Also, wie kommt ein Mensch dazu, dass Polizisten auftauchen, Tatsachen um 180 Grad verdrehen und sich dann beschweren, weil man ihnen ins Gesicht sagt, dass sie lügen, dass sie echt Verbrecher sind und von Amts wegen eigentlich Anzeige kriegen müssten jetzt. Und wir werden so lange kämpfen, bis dieser Scheißapparat der rot-schwarzen Scheiße in Österreich weg ist. Ich meine das wirklich so, es ist traurig so zu sprechen, ich kann auch viel schöner sprechen, glauben Sie mir das. Aber ich glaube nicht, dass es jemanden, der gerade verhungert oder der gerade stirbt, weil er krank ist, aber nicht verpflegt werden kann, weil jetzt irgendwelche Bundesbehörden oder andere arschkriechende Verbrecherbehörden nichts tun oder dagegen arbeiten. Ja? Noch einmal, das war hier einzig und allein aus diesen Beamten, wo man die Beamtenschaft reduziert hat. Ja? Das ist ja nur unter Schüssel gewesen. Spatz? Also noch unter Schüssel war das so. Da hat man einfach, auf Deutsch gesagt, die entlassene Beamtenschaft irgendwo anders beschäftigt. Man hat Sozialvereine aufgestellt und. Da sind Leute gekommen, die haben überhaupt kein Know-how, die haben überhaupt kein Wissen. Die sind schon in Betreuung eingesetzt worden. Und ja, um es jetzt abzuschließen, meine Damen und Herren, im Finanzministerium, jetzt werden wir aufräumen. Sie sind ja hier mit Schuld, dass Milliarden an Geldern in Österreich fehlen.
Milliarden in Österreich fehlen, weil sie als Regierung nur blöde Scheiße reden, wirklich willkürliche Amtswillkür vertuschen, weiterhin vertuschen, um weiterhin Amtswillkür zu betreiben. Liebe Polizei, ich weiß nicht, falls die Staatsanwaltschaft jetzt noch einmal zuhört, ich meine das sehr ernst, Frau Nittelhofrat in Wien, Chefin der Staatsanwaltschaft, wo ich heute Anzeige mache, Betrug von Wiener Wohnen 40 Jahre lang, dann haben Sie das ja aufzugreifen. Warum haben Sie das nicht gemacht? Diese Fragen werden jetzt an einen internationalen Ausschuss gehen und Sie werden Stellung nehmen. Und wenn Sie keine Stellung dazu nehmen, dann werden wir auch diese veröffentlichen. Ja, das ist jetzt wer anderer. So, jetzt muss ich da wieder zurück zum Thema. Na, wie gesagt, liebe Regierung in Österreich, das betrifft jetzt vor allem den Justizminister Brandstätter. Sie ist ein Chef der Staatsanwaltschaft. Was Sie hier in der Kanzlei Lanecker schon zusammengereimt haben, das ist ja echt unpackbar. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt intern schon wenigstens mir helfen und dafür sorgen, dass man jetzt gewisse Kreise und hochrangige Funktionäre in der Polizei, Bundespolizei und auch im Innenministerium und Verfassungsschutz einmal unter die Lupe nehmen. Weil eines ist sicher, ich lasse mich von einem Verbrecher, Scheißapparat österreichischer Behördenwillkür sicher nicht mundtot machen. Ich habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Verstehen Sie das? Vielleicht, dass ich heute nicht rasiert bin. Ist aber leider nicht strafbar. Was aber strafbar ist, das sind Amtsmissbräuche überhaupt stattfinden zu lassen. Diese dann, wenn sie angezeigt werden, aber nicht einmal zu untersuchen. Das ist Nazi-Dumm. Und das werden wir einstellen, Herr Bundesminister für Justiz. Sie selbst haben im parlamentarischen Ausschuss gesagt, Amtswillkür und ein Verbrechen im Amt gehört von Amts wegen untersucht. Wo denn? Im Fall Lanecker seit 20 Jahren. Nur Intrigen, nur dreckige Verleumdungen durch Polizisten, durch Scheißverbrecherbeamte, die einfach ihren Arsch-Scheiß-Job behalten wollen. Ja, natürlich, in der Bundesbauskandalgeschichte sind ja tausende Firmen betroffen. Sie müssen sich ja vorstellen, wie viele Familien heute da in Österreich auf der Straße stehen würden mit Kindern und Ding. Weil diese Leute, diese sogenannten tollen Unternehmer und Geschäftsleute, ja, die würden ja nie zugeben, dass sie ja Steuergelder in Rechnung gestellt haben und Steuergelder kassiert für Dinge, die sie nie gemacht haben. Ich habe das von Haus aus zugegeben, weil es einmal passiert ist und gesagt, so kann es nicht sein. Und dafür, und genau nur dafür, habt ihr in Österreich mir auch nicht draufgegeben. Und jetzt sage ich euch in Wien was, ihr Hosenscheißer da unten. Ihr könnt ja nicht mit allen internationalen Großverbrecherkonzernen da Geschäfteln machen, auf Kosten der österreichischen Bevölkerung, obwohl das eigentlich schon sehr nationalistisch ist. Ich sage immer Österreich, Österreich. Ja. Wir leben auf einem Planeten, wo sie in Österreich Scheiße passiert, hat Auswirkungen für die ganze Welt. Und so gilt es auch für alle anderen Dinge, was wir hier in China unten, ja, die Amerikaner, fragen Sie einmal, wieso Amerika hunderte, tausend Tonnen an Platinen und anderem Müll, ja, nach China verschifft. Illegal. Ja, weil die Giftstoffe, die man dann beim Recycling oder Aufarbeitung produziert, die kann man nicht im eigenen Land haben. Verstehen Sie nicht? Die Zeit läuft nicht schneller, nur weil man schneller produziert. Das ist ein Irrtum. Die Wirtschaft wächst auch nicht, nur weil eine Firma doppelt so viel produziert. Im Gegenteil. Die Menschheit wird draufgehen,
Weil wir ganz konkret mehr produzieren als diese sogenannte Wohlgesellschaft überhaupt aufbrauchen kann. Wir schmeißen von den Lebensmitteln, die weltweit erzeugt werden, die Hälfte weg. Und gleichzeitig propagieren wir mit Caritas und anderen Hilfsorganisationen, was wir helfen müssen, irgendwo Hunger zu stillen. Und verstehen Sie, es geht hier ganz einfach um ein ganz einfaches Prinzip. Ein Problem kann man nicht mit illusorischen Schwachsinn und Lügen lösen. Und man kann ein Problem auch nicht lösen, weil das ist keine Lösung, wenn ich es vor mir hinschiebe und einfach sage, na warte mal, weil das löst sich von alleine. Gar nichts wird sich lösen. Ein Problem, das nicht erledigt wird, hat Folgekosten. Und sogar die Folgekosten haben Folgekosten. Das heißt, diese Rechnung geht nicht auf. Und jetzt sage ich noch eins, liebe Regierung, jeden einzelnen Ministerjob von Österreich übernehme ich sehr schnell und sehr gern. Und ich habe für jedes Ministerium 10-mal bessere Ideen als Ihre ganze Koalition. Und wissen Sie, woher das kommt? Weil ich als kleines Kind gelernt habe, mich in meinem Leben auch wirklich selbst finden zu dürfen und zu können, dass ich Dinge angepackt habe und nicht immer andere machen lasse. Und vor allem in der Praxis lebe. Und nicht so wie viele Wiener, die über Österreichs Leben und andere Leben entscheiden, die ja in der Praxis stattfinden. Solche Theoretiker, ja, die kehren irgendwo in ein Archiv, da können sie untereinander ein Kaffeekränzchen machen. Man kann sie zu Diskussionen natürlich holen, weil jede Idee, die man einbringt, ist natürlich gut. Aber grundsätzlich zu sagen, dass ein reiner Theoretiker ja, einen Beschluss macht, der geht in die Hosen. Und das sage ich Ihnen 100%. Wenn ein Architekt ohne Baumeister ein Haus baut, bräuchte das Haus zusammen. Verstehen Sie das? Also, dieser Slogan, eine Hand wäscht die andere, so wie die Österreicher, ja. Ich habe vor meiner Haustür gekehrt, wenn Sie vor Ihrer Haustür nicht gekehrt haben, holen Sie es jetzt nach, weil eines ist sicher, die Wahrheit wird auch vor Österreich nicht Halt machen. Und jetzt schleicht die Mikl-Leitner. Schleicht euch alle zusammen, Fechter, der Strasser, die Fechter und die Mikl-Leitner. In Folge alle in Haft, wegen Amtsmissbrauch. Vertuschung von schwerer Amtswillkür. Und das ist der Amtsmissbrauch, den ich hier anzeige. Und wenn Österreich jetzt nicht bald reagiert, wird es international einen Aufstand geben, den haben sie sich selbst zuzuschreiben. Werte Aschregierung, Lügenregierung von Österreich. Ja, macht es mir noch 100 Prozesse. Ja? Ich habe eh nichts anderes zu tun, als mich seit 10 Jahren mit unglaublichsten Polizeilügen hier zu beschäftigen, auf 10.000 Einvernahmen zu gehen, wo sich dann herausstellt, ach scheiße, das stimmt ja gar nicht. Oje, der Herr Leinecker behauptet was anderes. Na, wir stellen das in Videos jetzt ins Internet, damit diese Hosenscheißer Polizisten die Knöpfe auf den Augen haben und die Frechheit haben, vor einem Gericht falsche Aussagen zu machen. Oder die Frechheit haben, bei einem Staatsanwalt falsche Meldungen abzugeben. Aber hier muss man die Staatsanwaltschaft jetzt noch dringend und direkt angreifen. Ich war hier bei jeder Scheißbeschuldigung von irgendeinem dreckigen Lügenpolizisten und ich habe jedem Staatsanwalt ins Gesicht gesagt, hallo, das stimmt nicht. Sie können, wenn Sie wollen, auch Beweise dazu haben. Und wenn solche arschkriechenden Staatsanwälte, und ich meine das, das sind Verbrecher, die einfach Fakten und Beweise nicht sehen wollen, weil sie innerhalb der Behörden nichts tun wollen. Euch gehört hier echt standrechtlich eigentlich der Arsch weggeschossen. Dann könnt ihr nicht mehr in eurem Scheißbüro sitzen und irgendwelchen Larifari machen. Ich sag's noch einmal. Die ÖVP hat hier das Justizministerium, das Innenministerium schon lange in der Hand. Das Finanzministerium wechselt hin und wieder, ja, damit sich die zwei Rot-Schwarz sich gegenseitig den Arsch küssen können. Aber eines, was hier in Österreich passiert ist, liebe Österreicher, und ich verstehe euch nicht ganz. Seit 40 Jahren herrscht hier eine Freundelwirtschaft, die auf Kosten aller Österreicher geht. Glauben Sie ernsthaft, es geht Ihnen so gut, wie alle behaupten? Gut geht's nur denen, die in diesem Willkürapparat verdienen. Auf Kosten der Armen und anderen. Und die werden Sie nie jammern hören. Das sind genau die, die über mich blöd reden, über mich schimpfen. Das sind genau die Herrschaften,
die von Amts wegen eingesperrt gehören. Und deshalb noch einmal, lieber Verfassungsschutz, das geht jetzt an Sie. Frau Mikl-Leitner, auch Sie sind Chef vom Verfassungsschutz. Aber auch an Sie, Herr Bundespräsident Fischer. Bevor Sie noch das Amt verlassen, wird bei Ihnen in der Hofburg in der Säulenstiege 1 ein Brief einflattern mit Absender Lannecker Walter. Hochoffiziell. Hochoffiziell. Vielleicht lassen Sie ihn sogar von einigen Leuten unterschreiben, die auch hier konkret meiner Meinung sind. Sie als Bundespräsident, Sie werden jetzt, bevor Sie Ihr Amt beenden, ganz konkret in aller Öffentlichkeit dafür sorgen, dass die Amtswillkür in Österreich endlich aufgegriffen wird. Und nicht irgendwelche Sonderakademien in Luxemburg oder wurscht wo gründen, wo Beamte geschult werden, wie man am besten bescheißen kann. Und so auch jetzt zum Finanzministerium. Liebe Österreicher, wenn Sie was merken und wollten, werden Sie es eh schon gemerkt haben, Sie rufen diese Nummer an. Es gibt nur noch eine Nummer für ganz Österreich. Sie kommen nach Graz, wollen aber ins Finanzamt in Baden. Dann kriege ich eine Nummer. Ja, warten Sie, ich verbinde Sie mit dem Team 22 und lande in Tirol. Also, liebe Damen und Herren, lassen wir den Spaß. Es ist einfach ein Wahnsinn. Man kann in Österreich als anständiger Mensch sich nur noch die Kugel geben, wenn man echt anständig ist. Oder wir schaffen es, dass wir diesen elitären, korrumpierten Lügenhaufen in einem Aufmischen, ja, in so richtig einem Aufmischen, die Bundesgeschäftszentrale der ÖVP und die Bundesgeschäftszentrale der SPÖ gehören geschlossen und zwar umgehend. Alle Akten da drinnen gehören sofort beschlagnahmt. Parteienfinanzierung statt Wien, Wiener Wohnen etc. wissen wir alles. Dann der nächste Punkt, die Krankenanstaltenbund und die Holdings. Ich zeige auf in meinem Fall, dass durch Polizeiwillkür ja, wirklich Schaden entsteht und Kosten entstehen, die eigentlich zu verhindern wären. Na, liebe Polizisten, die ihr im Fall Lannecker involviert seid, zeigt euch jetzt selber an, gebt zu, dass ihr irgendwelchen Ministerschweinen in den Arsch kriechen wolltet, weil ihr irgendwo eine Weisung bekommen habt und sonst gut auf den Finger schauen, den stecke ich euch hinten rein, dass er echt bei der Nase rauskommt. Ein korrupter Polizist ist schlimmer als jeder Terrorist, um das noch einmal deutlich zu machen. Also, werte Polizei, der Job eines Polizisten, das ist ein Ehrenjob. Deswegen ist er auch gefährlich. Aber keiner wird in Österreich gezwungen, Polizist zu werden. Oder? Oder täusche ich mich hier, Frau Mikl-Leitner? Es könnte ja sein, dass Sie hier Freunde nehmen und denen dann irgendwelche Versprechungen machen, wenn Sie dann eben so oder so oder so arbeiten. Na, so geht's gar nicht. Die Polizei ist nicht das Machtspielinstrument von Politikern, Herrschaften. Gell? Die Polizei, das sind Beamte, die ausschließlich zum Schutz, zur Sicherheit und Prävention von Verbrechen und Kriminalität geschaffen wurde. Wenn Sie hier in Österreich, ihr Politikerscheißer, glauben, Sie haben hier die Ideologie mit dem Löffel gefressen, die Gescheitheit mit dem Löffel gefressen, dann kann ich sagen, Sie haben zu viel Weichmacher gefressen. Sie dürften nämlich wirklich genetisch das Gegenteil von dem wahrnehmen, was tatsächlich stattfindet. Jetzt gebe ich Ihnen einen Tipp, liebe korrumpierte Scheißbehörde, dann machen Sie es einfach so. In Zukunft, wenn Sie was behaupten, behaupten Sie einfach um 180 Grad das Gegenteil von dem, was Sie behaupten wollen, und dann haben Sie die Wahrheit. Gell? So. This is Walter Lannecker speaking from near of Vienna in Austria. I am reporting over 20 years now a concrete crime. Crime by state, organized inside ministries, inside Ministry of Inner, since Strasser, this crime, he was judged years ago, but even not judged in my house. Also the following ministers, Maria Fekta, and now this real crime of Mikl-Leitner. I am reporting about real misuse inside these offices and in our law,
And I think in any law of any state it is written that there is no crime inside an office allowed. And if there is happen a crime inside an office, it has to be judged by the state himself, not only by the victim and going to the court. No. And now I'm telling you, really, on worldwide, this Austria will get pissed off. I will show you the truth now about my cause. In my cause are even involved 15 ministers. All of them are involved. They ignored crime. They allowed the crime again and again. And this makes my cause really unbelievable. Soon there is a video online where I will show you about Vienna. And Häupl, this is the mayor of Vienna. You remember, as I was in Rathaus inside, I made a documentary with a video. I told 40 years crime of Wiener Wohnen. And the next day you went to the ORF and you said, SPÖ has nothing to do with Wiener Wohnen. No, we know. The SPÖ has nothing to do with Austria. The SPÖ has nothing to do with any crime. No. The SPÖ is the holy ship of God in somewhere else. I don't know. But you have to stop now your liars and your real crime. You have bought courts. Even the Viennese courts are maybe paid by some lobbyists not to judge the real. In my cause, I have enough papers saved, and I am speaking about 4 terabyte of facts saved on. So, we will finish the video now. Thank you very much, dear world. Still keep on fighting for the good. We don't care about ISIS or any terrorists. The most important thing now on this world is one real crazy thing. It's corrupted politics. And this corrupted politics inside the biggest concerns, I am speaking about 5 or 6 concerns worldwide. We are not speaking about the mass. Only a handful of crimes is leading the world in any case. And you are all slaves of this one handful of crimes. In your real life, you would have realized that you don't need any of this really biggest diplomat and politician circus. It is the expensivest lie ever. And I promise you that all the refugee happen worldwide. And this is now to Mr. Trump. You have to know, okay, that America was always like an emperor. Under the shield of protector of the world, you have made wars everywhere, you destroyed the infrastructure, and there is no living, normal living possible. So, you American government, you have to understand, you have to do with the whole other world together to fix up now that this is one planet and it does not make sense if you make war to any country. It will destroy the whole planet and all. Also you and others. So, it is very easy. The life is very much too great and wonderful to destroy it with stupid lies, you know. The human is not the one who have created life. The human is only a crumb and a part of a big thing called life. And you are guests on this planet. Please stay and live as a guest here. And yes,
understand people. They are fleeing with their children from bombs, from guns, and everyone who is now telling we don't need to help any refugee. I wish that the fire is coming from the heaven inside your house and there is no place where you are safe. I want to hear you after this. If you are telling, I don't need help, we don't need help. You humans are sheep and you only will exist if you are living together. If you make one by one, you will destroy yourself. I'm very proud to say you, I was candidate for president of Austria 2016. In my case, I got terrorized again, really big. I was not able to really force for this vote. But I will, of course, go for a big judgment now on my government, on these crime people and ministers. I don't care about persons, you know. It could be the devil himself. If he is a murderer, I will judge him as a murderer. I don't care about position or the skin or any religion or any turban or any shapka ushanka or any cap or whatever. We have to understand the quest about life is not the quest about religion. It's not the quest about income. It's not the quest about profit. It's only one thing. Everything is given for free. And if you are like a guest on this planet, you will get much more. We have to stop right now, TTIP. Americans, you have to stop right now. Your fucking system of producing food. You will destroy the whole country. We have to find that the families together. We are one family. Why not? We could be a family with 5-6 people as a close family. But in real, we are one family. I have really the best solutions for a worldwide solution. And it's about food, it's about economy, it's about, I'm not speaking about philosophy. You know, philosophy, you can do this after you are died. But this real life and the moment now and all the children we have made for whom, I don't know, to be our slaves, to be victims of our lies, we have made children? No, I don't think so. For me, the children are the future. And if we lie to the future will also lie to us. I am really wondering why it's smoking behind me. Very interesting. Okay. Now, many greets from Austria to the whole world. Please, all young people, you don't need to fight for any other ISIS or military or whatever fuck. You don't need to fight any other person or life. You just have to save lives and make the planet to a peaceful world with more magic. And if I say magic, I mean magic. The whole system we are practicing over 40 years now is a lie. It's just for the profit. It's not for human. It's not for life. It's not for health. It's only for fucking devil proof and profit. The devil can live alone. He does not need us anymore. And after the whole story, you know the story. The devil will eat his own by his own tail if he has eaten everything around. Goodbye, ladies and gentlemen. And you will see much more in future on my channel, in YouTube and in Google and in World Wide Web. Just again, make the world to a peaceful place and do not lie to children or any other people. Just say what you are thinking, tell it from what your heart is telling.
And don't be shy if a government or an office of the state is coming and say shut up. Treat them fucking crimes in their ass. Goodbye now.